Leute, ich bin Selina Moore und ich bin hier gerade bei der Fischer Academy und mache jetzt in 7 Tagen meinen Führerschein. Ist rot. Hier geht's lang. Da. Nee, ich mach nichts. Blinken erst beim Rausfahren. Uiuiui. Ich habe jetzt gleich meine Theorieprüfung und jetzt habe ich eine Frage an euch. Und zwar, macht ihr schon euren Führerschein oder habt ihr ihn schon gemacht? Und ja, schreibt es in die Kommentare. Viel Spaß! Wo müssen wir jetzt hinfahren? Links oder rechts? Wie du willst. Gas geben. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Wen musst du jetzt beachten bei Grün? Die Straße. Niemanden, weil ein Pfeil in der Ampel ist. Wir müssen doch anhalten. Ich weiß. Warum hältst du denn dann nicht an? Ich wollte erst ein bisschen später. Echt? Aber hier ist doch die Haltelinie. Jetzt haben wir grün im Übrigen. Oh mein Gott, ich habe nicht die Kupplung gedreht. Du musst den ersten Gang nehmen. Kupplung fehlt. Hä, warum? Aber man darf schon langsam fahren. Nee. Begründet ist. Nicht gegen die DHL fahren. Guck mal, ja. Abstand halten. Du musst schneller fahren. Und wir müssen auch einen dritten Gang nehmen. Mhm. Und wir sind Vorfahrtsstraße. So, nach der Kreuzung biegen wir dann nach links ab, ja? Die? Kreuzung. Ach so. Spiegelblinker links. Oh mein Gott. Spiegelblinker links. Guck mal, hier ist unsere Spur. Ne? Ich habe aus Versehen. Blinker links. Nicht gegen hier in das Geländer reinfahren, ja? Mhm. Und jetzt biegen wir rechts ab. Spiegelblinker rechts. Schulterblick rechts. Hier müssen wir rein. Wenn wir grün bekommen, wen musst du beachten? Hm? Der Blinker fehlt. Und du stehst zu früh. Guck mal, du musst doch weiter vorfahren. Wen musst du beachten, wenn es grün wird? Die. Niemanden. Es ist ein Pfeil in der Ampel. Du musst nicht bremsen. Du musst Gas geben. Herzl. Guck mal hier, hier geht's lang. Da. Warum bremst denn du? Sag mir's doch. Weil es sonst schnell gehen wird. Ach echt? Aber nicht gegen den Bordstein. Hey! Ne, du trittst doch die Bremse. Ich kann dir die Bremse nicht wegnehmen, wenn du nicht den Fuß wegnimmst. Und hast das Auto ausgemacht. Hä? Ich habe gar nichts gemacht. Doch, du hast ja gebremst. Es ist das Auto ausgegangen. Du musst die Kupplung treten. Du musst die Kupplung treten. Ich habe doch gar nicht gebremst. So, erster Gang. Nee. Oh. So, jetzt Ortsausgang. Siehst du? Mhm. 70. Okay. Und es kommt ein Kreisverkehr. Okay. Und wir fahren in den Kreis rein und gleich die erste wieder raus. Wir brauchen 20 km/h und den zweiten Gang. Erstmal. Und blinken erst beim Rausfahren.
blinken. Erst beim Rausfahren. Uiuiui. Jetzt muss man einen ersten Gang nehmen, weil wir angehalten haben. Aber das ist schon ein bisschen gruselig. Also man kann ja nicht so richtig sehen, ob da jemand. Guckst du nochmal, ob frei bleibt? Ja, wo? Ne, die erste raus, hat man gesagt. Du musst blinken. Hier? Ja, das ist die erste. Da haben wir einen Schulterblick vergessen und fahren gerade Schritttempo. Das ist alles nicht so schön. Und wir fahren geradeaus. Jetzt musst du deine Geradeausspur suchen. Du musst deine Geradeausspur suchen. So, was fällt dir auf zu dem Mann vor uns, zu dem Fahrzeug? Der ist zu weit hinten. Du bist zu weit hinten, du hast zu großen Abstand und du stehst zu weit rechts. Und, ne? Ja. So, jetzt. Und dann wirkst du ab. Da ist mal nach einem halben Tag frei und dann wirkst du ab. Du hast die Bremse. Du hast doch die Pedalen. Warum machst du jetzt wieder aus? Machst du gerne aus an das Auto? Ja. So, jetzt hast du heute Jagdwurst gegessen. Hä? Wieso? Ja, weil du so schnell fährst. Ja. 30 nehmen wir einen zweiten dazu. Mhm. Einen zweiten nehmen wir dazu. Und wir biegen links ab. Biegen links ab. Der Gegenverkehr hat Vorfahrt. Und jetzt hältst du an und es kommt gar keiner. Kehren. Wir wollen halt das Auto drehen. Mhm. Und du musst an die Vorfahrt denken. Du musst Hilfe, an die Hilfe. Vorfahrt denken. Hier ist rechts vor links. Ja. So, hast du eine Idee, wie wir das Auto drehen können? Ja, Hier? Ja, genau. Erst? Nein. Also pass auf, wenn du nicht schalten willst, Selina, dann musst du Automatik fahren. Du musst uns immer an diese Schalterei. Ich hätte fast dumme Schalterei gesagt. Okay? Ja. Ja, warte mal, jetzt weiß keiner, wo du hin willst. Und lenken muss man auch. Oh Mann, das ist so. Guck mal, schöne Sonnenblumen hier. So, was ist da schwer? Guckst du, ob frei ist? Ja. Na dann mach mal. Ob frei ist. Hier hin, ne? Gas wegnehmen, es kommt ja auch eine nicht in Graben. Und ist das hier eine rechts vor links? Nein. Na doch. Wieso? Das ist doch eine Straße. Aber da ist so. Was ist das? Ein abgesenkter Bordstein? Nee. Und jetzt wollen wir links abbiegen. Jetzt weißt du, wo links ist? Oh, ja. Und wer hat Vorfahrt? Rechts. Na, machst du langsam. Du siehst doch gar nichts. Das ist kein abgesenkter Bordstein, das ist eine Regenrinne. Okay. Also die beiden brauchst du. Mhm. Und du musst da um die Ecke rum. Und du musst lenken. Und dann kommt einer. Vorfahrt gewähren nach links, gell? Mhm. Nee, du musst die Kupplung treten. Um Gottes Willen. Warum? Um Gottes Wieso? Willen. Du siehst die noch gar nicht. Du siehst doch nichts. Guck mal. Geh mal weg von den Pedalen. Geh mal weg. Liebe Celine, die Vorfahrt, das ist ja nicht nur das Auto bewegen, ne? Die Vorfahrt ist ganz wichtig. Guck mal, du hast Vorfahrt gewähren. Das heißt, in jedem Falle hat links, rechts Vorfahrt. Und guck mal, wie willst du den von rechts sehen? Siehst du irgendwas? Nein. Und du fährst hier mit dem zweiten Gang, willst du hier direkt rumfahren. Vorfahrt gewähren nach links, bist du Letzter. Letzter oder Letzte. Mhm. So, blink mal links. Hi Leute, ich habe
habe jetzt gleich meine Theorieprüfung und ich bin voll aufgeregt, aber ich glaube, ich schaffe es, weil ich richtig viel gelernt habe. So Leute, das war's mit dem 7-Tage-Führerschein-Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Lasst sehr gerne ein Like und einen Kommentar da. Und wir haben noch eine Überraschung für euch. Und zwar gibt's diese Autogrammkarten von mir auf dem Instagram-Kanal der Fish Academy. Also ihr könnt die dort gewinnen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald.